Es ist nämlich ein bisschen was an Text. Es ist die AOL-Seite. Ja, das Coronavirus ist oh, aber... Halt die Klappe, du Idiot. Entschuldigung, nicht du, Ben. Was hattest du gesagt? Ich habe gesagt, dass ich das ein bisschen strecken werde mit diesen Dingern hier. Mit dem Tutorial. Eins vornweg. Ich nehme an, die meisten haben es schon gelesen. Oder sollten es gelesen haben. Danke für die Klicks. Ich bin ja eher der ja, nicht so clicky bunti und Grafikporn und so. Ein Purist. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer als nur Purist, weil ich mir auch Sachen, also auch unter den, ich sag mal, Standard gehe, bei vielen Sachen, aber weil ich merke, ein Ticken weniger ist für mich besser oder passt besser oder whatever. Das sieht man auch im ersten Screenshot. Oh. Da ist nicht so viel an Grafikeinstellungen offen. Was am interessantesten ist für viele, die das noch nicht mitbekommen haben, ist dieses Fixed Window als Einstellung. Es gibt Leute, die spielen EVE im Fenstermodus. So wie ich. Haben dann das Problem, dass das Fenster sich jedes Mal wegklappt, wenn sie aus EVE rausgehen. Ja. Und oder im Vollbildmodus, und wenn sie dann aus dem Spiel rüber witschen wollen, dann bleiben sie hängen. Und mit Fixed Window ist es also dann ist es quasi wie ein Browser-Tab oder irgendein anderes Programm, was halt nicht im Vollbild ausgeführt wird und klatscht halt dann nicht irgendwo auch in die Walachei. Also ich kann im Browser gleichzeitig Sachen eingeben und den EVE offen haben und Daten ablesen. Ist bei mir aber auch so. Und ich nutze Fixed Windows nicht. Weil Fixed Windows ist welche Auflösung? Fixed Window ist die Auflösung, die du haben möchtest. Hm. Ich habe das nur so, weil ich alles auf der gleichen Grafikeinstellung spiele. Und das ist halt momentan mein Standard. Also ich habe alle Spiele auf der gleichen Einstellung. Tom. Liegt hauptsächlich daran, dass ich die älteren Spiele nicht mehr können. Mhm. Und dann bleiben die halt auf der Einstellung. Also ich habe jetzt den Fenstermodus. Weil ich 1920 mal 1008 habe. Wenn ich jetzt, früher war das so, wenn ich da auf Fixed-Modus, fixiertes Fenster gegangen bin, dann fehlte mir unten was, weil er mir da unten was abschnitt. Ist das jetzt nicht mehr so? Sollte eigentlich nicht sein. Also ich wüsste nicht, dass was abgeschnitten wird. Ja, ich habe unten einen weißen Balken drin. Ach so, das ist der vom... Warum habe ich jetzt unten einen weißen Balken drin vom Browser? Ich den Browser runter mache und minimiere. Hm. Achso, das ist der Client dahinter, ne? Sieh an. Wir sehen nichts. Wir haben unten drunter nur die Stream-Dingens. Also die ganzen Werbedinger. Ja. Nee, also irgendwie, ja gut, Fix Windows scheint gleich zu sein. Und ich finde es halt nur angenehmer, weil du halt dann nicht, wenn du raustappst, das Ding dir zuklatscht oder was Geier was, du hast halt zwei. Nebeneinander liegende Fenster, die halt einfacher miteinander zu interagieren sind. Ja, das habe ich gar nicht. Gut, gehen wir mal zurück zu den Einstellungen. Ja, also da ist halt einfach nur meine Empfehlung. Alles andere ist ja abhängig von mit was ihr spielt, sprich Grafikkarte. Ihr könnt auch einzelne Grafikkarten zuweisen. Also händisch, wenn ihr mehrere drin haben solltet. Könnt ihr euch eure Lieblingsgrafikkarte für EVE aussuchen. Muss man hier gerade mal rauswerfen, sonst funktioniert das nicht. Überlebt, gut. Unten drunter sind die Kameraeinstellungen und im Endeffekt ist das die Maus. Also grob gesagt, alles, was da geändert wird, ändert die Mauseinstellung. Ja. Wenn man die Sensibilität und den Inertia, das ist die Beschleunigung, ändert, dann verändert sich einfach das Verhalten von der Maus und damit halt auch der Kamera. Interaktion im Spiel. Was ich spannend finde, dass bei mir ja unten drunter noch die Space-Maus eingeblendet wird. Ja gut, wenn du die halt hast, dann wird die halt mit eingeblendet. Also die gehen her und blenden diese 3D-Extension Space Maus hier unten links bei mir ein. Da habt ihr dann nichts, ne?
Nee, das liegt halt wahrscheinlich daran, dass es nur dann verwendet wird, wenn es halt erkannt wird, dass es da ist. Okay. Also sonst haben sie wahrscheinlich sich Tickets über... was ist denn das? Und dann ist da die Hälfte vom Eve-Support damit beschäftigt, zu erklären, dass man Hardware anschließen kann, wenn man die Hardware hat. Okay. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie es rausgelassen haben. Ja, ich finde das ganz, ganz witzig, dass es nur dann einblenden, wenn es notwendig ist. Okay. Was dann interessant ist, hauptsächlich für Leute, die streamen oder mit Streamen anfangen, Camera Bobbing und Shaking rausgeben. Das sind diese horizontalen und vertikalen Wackler, wenn ihr beschossen oder getroffen werdet oder in den Warp geht. Das rütteln und schütteln. Das ist extrem unangenehm, weil das bei jemand Fremdes im Stream hat. Ich habe es grundsätzlich auch, was sich auch bei mir selber stört. Und da kann man bei Inverted Zoom kann man halt quasi die Drehrichtung machen, dass wenn ich halt nach hinten rolle, geht es halt dann nach vorne. Und, also kommt es näher und quasi halt umgedreht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Dann kann man das Offset von der Kamera noch ändern. Dynamic Camera Movement ist sehr kryptisch, beschreibt aber den Fakt, dass ich, also wenn man ihn andockt, hat man ja diese Einblendung mit das Schiff kommt aus Hangar, Einfahrt rein und fährt in den Hangar und bleibt dann da stehen. Und das nervt mich übelst, weil ich sofort meinen Hangar haben möchte und nicht dann noch irgendwelche Animationen, deswegen ist es bei mir ausgeschaltet. Und zu guter Letzt kann man auch die Y-Achse invertieren. Das ist aber alles, ich sag mal, jetzt nichts, was man lebensnotwendig machen kann. Da kann man ein bisschen rumspielen und wenn man es dann nicht wieder rausnimmt, sich beim nächsten Eve-Spiel wundern und komplett irritiert sein, warum Sachen nicht funktionieren. Aber es ist nichts, was jetzt irgendwie Spielspaß unbedingt generiert. Dann in der Mitte sind die einzelnen Effekte. Da kann man sich mit ein paar Sachen das Leben einfacher machen. Also zum Beispiel Asteroid Environmental und InSpace. Asteroid Environmental ist das. Das ist dieser ganze Dreck, den man im Belt hat. Also wer jetzt gerade am Minern ist, kann den mal an- und ausschalten und feststellen, wie sauber Belts sein können. Wie klein, unsichtbar sie sein können. Und wie, also ja, ich finde, es hat halt was von Industrieschmutz, dieses der Dreck, der halt dann dadurch generiert wird. Ich finde es unangenehm und habe das deswegen auch aus. Es ist halt keine Steigerung von irgendwas, es schafft keine Atmosphäre, es ist halt einfach nur unangenehm. Es hat sowas von Industriedreck, Hintergrund, ungeil, brauche ich nicht raus. Ist bei mir alles eingeschaltet, inklusive Triebwerksspuren und GPU-Artikel. Ja, die Partikel, das ist, ich sag mal, Grafikporn-Luxus, kann man machen, braucht man nicht. Die Trials ist halt einfach nur, dass die Antriebe halt Spuren hintereinander herziehen, da habe ich noch nie einen Sinn drin gesehen, war froh, als ich auch nicht, aber eingeschaltet eingeführt worden ist, dass man dass es halt ausschaltbar ist, weil es war früher nicht ausschaltbar, sondern bei permanent an. Und das war das Erste, was ich sofort ausgemacht habe, als es geändert worden ist. Drohnenmodelle sind vor allem, wenn viele Drohnen auf dem Feld sind, nächste Grafikbelastung. Und also man sieht die Drohnenmodelle ja nicht. Also ich habe jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, wenn meine Drohnen draußen sind, mir die regelmäßig anzuschauen, sondern ich weiß, dass sie da sind, ich sehe die Symbole, funktioniert für mich. Mhm. Und InSpace-Skinning ist eigentlich der Skinwechsel. Der geht aber auch, wenn man es ausgeschaltet hat. Also da habe ich noch nicht festgestellt, dass da irgendwelche Änderungen für oder dadurch entstehen, wenn der Haken drin ist oder nicht. Okay. Was interessant ist, und Mysterious, das ist dieses Greenscreen am Porträthintergrund. Da kann man sich, wenn man für die Korb oder für die Allianz irgendwelche Propaganda-Bilder machen möchte, kann man sich von allen Leuten, die halt irgendwie relevant sind, also sich vom CEO, den Diplomaten, Direktoren, alles, was halt da irgendwie mit Rang und Namen rumläuft, kann man sich die Charts zusammensuchen und zusammenkopieren. Und mit diesem Greenscreen sind sie dann einfach in irgendeine Szene reinzupacken und man muss nicht vorher ausschneiden. Weil dann einfach Hintergrund ist halt grün vorgegeben und das macht für solche Spielereien macht es halt angenehmer. Oder weniger Aufwand. Character Display Settings, schlechte Rechner können sich die Charakterqualität runtersetzen. Das ist aber auch nur in dem Moment relevant, wo man halt wirklich das Charakterbild aufmacht und sich die ganze Geschichte halt als 3D-Modell anschaut. Ansonsten habe ich da noch kein
kein Dingens. Und unten drunter ist halt auch die Texturqualität von den Chars. Das hat aber auch wieder halt nur in diesem Spezialfall, ich schaue mir den Char direkt an und ansonsten wirkt es halt überhaupt nicht aus. Rechts sind die Grafikeinstellungen. Das ist halt stark abhängig davon, wie viel Grafikporn man will und wie viel Grafikleistung die Grafikkarte bereitstellt. Viel. Also wer auf Grafikporn steht, aber die Grafikkarte steht nicht drauf, ist halt ein Grund für Diskussionen, weil ab einem gewissen Punkt macht halt die Grafikkarte auch die Grätsche. Stimmt, mein Bart krisselt. Für Leute, die mit vielen Chars spielen, ist das halt eine Möglichkeit, um vielleicht noch den einen oder anderen Char mehr online zu bringen, ohne dass mal die Grafikkarte killt. Dann der Chat. Das ist so ein sehr übersichtliches, eine sehr übersichtliche Einstellungsmöglichkeit. Da ist zu empfehlen, bei Chatlogs den Haken reinzumachen, weil dann kann man im Nachhinein bei Diskussionen, bei Verhandlungen relativ einfach nachvollziehen, wer wann was gesagt hat und ob das, was halt im Nachhinein behauptet worden ist, stimmt oder ob halt irgendjemand da einen übervorteilt oder bescheißt oder whatever. So was gibt's alles. Natürlich ist ja Eve. Und diese Logs, die sind dann unter Dokumente Eve und Logs gespeichert. In diesem Eve-Ordner unter Dokumente sind auch Screenshots und Fittings und alles, was halt irgendwie rausgespeichert wird, auch Markteinträge und sowas, kann man alles in diesem Ordner finden. Je nachdem, wie weit man halt da in diese Datenverwertung halt gehen möchte. Also ich lasse das automatisch mitloggen. Was noch interessant ist für Leute, die einen Yeetah-Char haben, dieses Auto-Reject Invitations, da geht es um die um Chat-Einladungen. Wer das ausgeschaltet hat oder den Haken drin hat, der kann nicht angeschrieben werden, außer bis die Leute sind halt mit Standing in Places, People and Places drin, also in dem quasi im Notizblock, Adressbuch so mit drin. Alle anderen dürfen nicht können euch nicht anschreiben. Und das verhindert dann vor allem bei Anfängern, dass Yeetah-Scammer ihnen das Blau vom Himmel versprechen und dann den Geldbeutel leeren. Und also da kann man, da sollte man drüber nachdenken, ob das nicht eine Idee ist für Yeetah-Char/Neulinge, um nicht abgezogen zu werden. Also das ist etwas, das man empfehlen kann bei Corps, die jetzt speziell Neulinge aufnehmen, weil wenn die eigene Corp, die Spieler können dann angeschrieben werden und werden nicht geblockt, weil man die wahrscheinlich dann auch in der Beobachtungsliste hat oder in der Freundesliste. Mhm. Das würde funktionieren, aber jeder von draußen hätte Schwierigkeiten. Das wäre doch auch was gegen als Anti-Stalker-Variante, weil wir das Thema ja auch haben. Das ist auch eine Möglichkeit. Unten drunter ist der Doppelklick, was der bewirken soll. Standardmäßig steht er auf Show-Info. Man kann es aber auch umstellen und Konversationen starten. Dann hat man aber halt relativ schnell mit alles und jedem eine Konvo offen. Ja, das ist halt Char-Info von mir anzeigen lasse mit Doppelklick und beim anderen Char ist es dann ein Konvo und dann habe ich halt sofort einen Palaver. Ja, also ich habe es auf Show-Info stehen, war für mich in dem Fall die bessere Alternative. Unten drunter im Block, aber rechts nebendran in den Einstellungen selber sind die Audio-Möglichkeiten. Da kann man auf der linken Seite also Audio generell ein-aus, einhaken und alles ist tot. Sollte man nicht mit rumspielen, weil wenn man das wieder anschalten möchte, muss sie neu gestartet werden. Das ist einer von diesen wenigen jetzt will ich nicht mehr Buttons und ich brauche dann einen kompletten Neustart. Ist selten, aber kommt vor. Und da kann man dann halt die Waffenlautstärke leiser machen oder eine Reduktion in der Menge an verschiedenen Geräuschquellen sich rausnehmen. Oder auch der Punkt, Nostalgiker, da kann man dann die momentane Musik durch klassische Eve-Musik ersetzen lassen. Was ein oder andere CPU killt, ist der Doppler-Effekt. Ja. Kann man rauslassen. Und für Leute,
Leute, die nicht geplant PvP machen und nicht dieses Rollenspiel-Feeling haben wollen, bringt auch die Kampfmusik nichts. Weil wenn man heiße gegankt wird und dann noch Kampfmusik gespielt wird, macht es den Tag nicht besser. Also das ist der Doppler-Effekt, da haben sie extra, das haben sie am Anfang nicht gehabt. Das wurde extra später dahinter geschrieben. Rechenintensiv steht in Klammern dahinter. Das hat so manchen Streamer auch direkt den Stream weggekloppt. Der Doppler-Verschiebung. Entschuldigung. Und da sind die verschiedenen Geräuschlevel, halt der normale Sound, dann die Musik, UI und UI-Sprache und halt das Work-Level, das sind die Hintergrundgeräusche. Und ich habe, wie ihr seht, alles bei mir aus, bis halt auf Master-Lautstärke, die steht auf Maximum. Und bei den Advanced-Settings habe ich auch alles aus, bis auf die Warning-Sounds. Das heißt, wenn Schild oder Panzerung oder Energie oder Laderaum zur Neige gehen, weil Laderaum ist der Haken nicht drin, dann gibt es halt den Hinweis mit einem freundlichen Ui, Ui, Ui und alles andere nervt halt nicht. Da ist bei mir alles eingeschaltet. Und umgekehrt kann man sich auf der rechten Seite, also wenn man in der Mitte Sachen eingeschaltet hat, kann man rechts dann Teile davon wieder wegnehmen. Ich schalte mal auf Eisband, damit man das bei mir auch mal ganz kurz verfolgen kann. So sieht das bei mir aus. Das Einzige, wo ich ausmachen würde, ist Musik. Das ist so der relative Standard. Ja. Dann kämen jetzt die allgemeinen Einstellungen, ne? Das sind die grundsätzlich allgemeinen Einstellungen, ja. So, gehen wir mal wieder zurück zu dir. War das jetzt der erste Teil? Nein, General Settings, so. Genau, General Setting ist dann der nächste Punkt. Ich dock mal an, das wird sonst hier nichts. Ich dock auch mal. Stehe hier nämlich auch rum. Ja, ich bin nach Gelfiefen geworben und wollte eigentlich sagen, hey, komm, ihr könnt rüberkommen, aber... Docking request accepted. So. So, ich stockt. Es ist auch eine sehr interessante Einstellung. Also ich habe den. Ja, der nächste Punkt mit den allgemeinen Einstellungen, oder? Heißt auf Deutsch? Ja, ist richtig, allgemeine Einstellungen. Da ist oben links, also für Leute, die schon eine Weile spielen und sich fragen, wie sieht momentan das Intro aus, ist da eure Chance, einen Haken zu setzen und beim nächsten Eve-Start ein Intro zu sehen, worum. Und darunter kann man die Schriftgröße anpassen. Also Leute, die nicht mehr so gut mit den Augen sind, können sich da leichter tun und größer oder wenn sie zu viel Text irgendwo haben, auch kleiner machen. Ganz interessant ist das Tooltip-Delay. Das zeigt an, also wenn irgendwo drüber hovert, kommt ja eine Info, Modul läuft XY lang oder Timer oder whatever ist noch so viel. Das, oder was weiß ich, auch bei irgendwelchen plötzlich Blaupausen oder so, was da die ME und T ist und so. Also alles, was halt irgendwie aufploppt und Infos gibt, kann man einschalten, wie lang es halt ist oder einstellen, wie lang es halt ist. Und bei Non ist es halt instant, das heißt, man hovert über alles drüber und hat dann 50.000 Einblendungen. Und bei Long wartet man halt eventuell länger, als der Timer läuft, um an die Info zu kommen. Deswegen ist da der goldene Mittelweg tatsächlich mal die Mitte. Bei Windows unten drunter kann man einstellen, ob Fenster sich stapeln lassen, wenn man Shift drückt, oder ob sie es automatisch tun. Wobei hier zu beachten ist, das ist auch abhängig davon, ob das Fenster gepinnt ist oder nicht. Ja,
ist das Fenster gepinnt, kann man es, funktioniert es nämlich nicht. Man muss den Pin erst lösen. Und dann kannst du die Fenster mit Shift übereinander ziehen. Weil so habe ich das eingestellt. Wenn man Shift drückt, kann man die Fenster übereinander legen. Aber wenn das Fenster, was man verlegen möchte oder umgekehrt, festgepinnt ist, dann muss man den Pin erst lösen, sonst funktioniert das nicht. Dann unten runter ist, was er alles im selben Windows verwenden soll. Also wenn man in den Inventar hin und her klickt, dann wechselt er innerhalb des gleichen Fensters einfach nur auf einen anderen Container. Mhm. Das hilft stark bei der Übersichtlichkeit, weil halt dann nicht 35 Fenster auf dem Monitor offen sind, sondern halt nur eins. Und man halt in diesem Vor- und Zurück blättert, quasi wie in einer Dateistruktur von einem Betriebssystem. Unten drunter auf jeden Fall zu empfehlen, einzuschalten, sind die Crashs automatisch hochzuladen. Mit dem Hintergedanken, dass ein CCP eventuell... wenn sich die Bug-Reports stapeln, ja. Ja, nicht nur stapeln, sondern dass wir die auch mal auswerten. Weil wenn wir die schicken und die landen bei denen nur im Mülleimer, dann lohnt es natürlich nicht. Aber wenn die halt auch gelesen werden, ist es ziemlich cool. Meiner Erfahrung nach werden die gelesen. Definitiv. Ja, ich will jetzt nicht unterstellen, dass es nicht so ist, aber auf jeden Fall, je mehr Daten sie halt haben, desto einfacher ist es halt, einen Fehler zu finden. Aber bei vielen Sachen weiß man ja gar nicht, warum es jetzt in dem Fall verreckt ist, weil man es halt schon 1000 Mal gemacht hat und jetzt beim 1000. Mal war halt dann Murks. Und wenn halt ganz, ganz viele das machen, dann erkennt man halt, oder dann ist die Chance größer, dass der Fehler halt gefunden wird. Notifications ist bei mir alles weg. Notifications ist unten unten rechts im Client ist die Einblendung normalerweise mit Sie haben Post bekommen, Standing-Änderungen, alles Mögliche. Also in der Regel sind es Dinge, die mich jetzt nicht so brennend interessieren, dass ich sie sofort brauche. Deswegen ist es aus. Bei mir sind beide aktiviert. Und Inventory Badging sind die verfickten roten Punkte. Die kann man da ausschalten. Also wer keine roten Punkte mag, macht den Haken raus, hat seine Ruhe. Weil die ja eh immer nur Sachen anzeigen. Also wenn du dann sich meldest, wenn man eh gerade mit Items interagiert hat. Also zu wissen, eine Meldung zu bekommen, ich habe gerade Items bekommen, weil ich gerade Items verschoben habe, ist nicht unbedingt hilfreich. Darunter sind experimentelle Features, momentan nur die neue Karte, wobei neu relativ ist, die gibt es schon seit 8 Jahren, 6 Jahren, auf jeden Fall schon eine Weile. Ja. Hat sich aber nicht durchgesetzt, weil sie haben so versucht, komplett durchzudrücken, dass es nur die gibt, gab einen riesen Aufschrei, jetzt gibt es 2 Karten parallel. Die Standardkarte, die alte und halt diese neue. Ich benutze die neue, wenn die alte. Ja, ich bin da sehr konservativ. Ich finde die alte übersichtlicher. Die neue ist mir zu klicki-bunti. Aber das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Daher der Hinweis, da kann man es umstellen. Probiert es aus und entscheidet euch, was für euch angenehmer ist. In der Mitte gibt es die Möglichkeit, die Stations-Buttons etwas zu schrumpfen, was auch der Übersichtlichkeit und der maximalen Fenstergröße hilft, weil dann die Fenster etwas kleiner gezogen werden können, ohne dass die ganzen Buttons sich in 3 oder 4 reinstapeln. Und was mit beim Verwalten von den Items hilft, ist unten drunter das Add Hangars Tabs to Station Panel, was dann die Möglichkeit gibt, halt Schiffe und Items halt im gleichen Panel zu öffnen, wie was eh schon da ist mit der Station. Und also es spart halt Platz auf dem Bildschirm im Endeffekt. Das sind einfach nur mehr Felder, in denen man hin und her rühren kann und nicht nochmal extra was nebendran. Automatische Zielerfassung? Ja, ist super nutzlos, weil nie das aufgeschaltet wird, was man tatsächlich braucht. Also wenn du zum Beispiel Freaks in der Side drin hast und willst die schnell aufschalten und hast da Auto-Target-Back, 5 Ziele und es sind 5 Schlachtschiffe in der Side, hast du 5 Schlachtschiffe und deine Zielaufschaltung ist dann, wenn du nur 5 zum Beispiel hast als Anfänger, in den Schlachtschiffen belegt, die du dann erst händisch wieder rausschmeißen musst und dann die Regatten aufschalten kannst. Was, wenn es Tackler oder Webber sind und du viel Schaden bekommst, dann unter anderem bedeuten kann, dass das Schiff tot ist, weil du halt aus Versehen die falschen Schiffe aufgeschaltet hast, beziehungsweise das System halt das gemacht hat, was es immer macht, nämlich Mist. Radialmenü? Radialmenü ist durch einen normalerweise Linksklick, glaube ich, auszulösen.
wenn man ihn gedrückt hält, kommt dann dieses Menü für Warp 2 und Dock an und interagiere mit Objekt in irgendeiner Weise. Finde ich extrem ungeil, hat mir noch nie irgendeinen Mehrwert gebracht. Gibt Leute, die stehen da drauf, wenn ihr es aushaben wollt, was man nicht händisch ausschalten kann, legt euch auf die mittlere Maustaste und macht es auf lang. Unten drunter den radialen Menü-Delay, also die Verzögerung, bis quasi die Aktivierung stattfindet von diesem Menü. Also ich habe sie so lange, ich glaube, ich muss 10 Sekunden gedrückt halten, bis da was passiert. Und da ich die mittlere Maustaste für fast nichts verwende, ist es halt ausgeschalten in dem Fall. Weil eine andere Möglichkeit, halt zu deaktivieren, gibt es leider nicht. Ja, ich weiß, Dexter, das ist auch eine schöne Diskussion über das Radialmenü. Das ist so ähnlich wie die T3-Kreuzer, also strategische Kreuzer, Tengu, bla bla. Da ist ein Fitting, kann man sich auch tot kloppen drüber. Ich wollte nur die Info geben, man kann es da ausschalten. Weil es gibt Leute, die es nicht nutzen. Und wenn sie in eine stressige Situation geraten, wie ich muss jetzt schnell raus, weil mit die NPCs oder Echtspiele halt ans Leder wollen und es halt knapp wird, und dann kommt noch das Radialmenü, dann ist halt schlecht. Vor allem Leute, die halt es nicht nutzen, und dann kommt das Teil, ist halt ultra nervig, da bekommt ihr es aus. Was hingegen sehr kurz ist, ist das Bracket List Delay. Keine Ahnung, wie das im Deutschen heißt. Das sind die Symbole, die man im Weltraum hat, auf jeden Fall. Die kann man sich dann noch einschalten, ob die als kompakte Liste angezeigt werden, wenn halt viele, viele, viele auf einem Haufen sind oder ziemlich nah beieinander, wird es halt eine Liste und nicht mehrere. Zum einen kann man so dafür sorgen, dass sie sich in den Ecken sammeln, was ich nicht sehr zielführend finde, weil es Übersichtlichkeit killt, weil es dann zu viel auf einmal ist. Dann hat man nämlich dann also System halt in 4 Ecken hängen und nur ganz wenig, das was vor einem ist, halt nicht. Bringt also nichts. Ich habe lieber dann 6, 7 zum Beispiel auf der linken Monitorseite, wenn da in der Richtung halt viel zum Anwarpen ist, um halt so ungefähr abschätzen zu können, in welcher Richtung ich dann warpen kann. Als halt dann einfach nur oben und unten einen Pulk zu haben und dann rauszusuchen, wo ist das, wo ich hin will. Was hingegen sinnvoll ist, ist diese Compact-List an der Position im All. Das ist vor allem für die Leute, die im Scanner arbeiten, interessant, weil da kannst du mal einen Scanner aufmachen. Ich bin gedockt. Kannst du abdocken und den Scanner aufmachen? Das kann ich. In der Reihenfolge funktioniert das. Kannst du den Scanner aufmachen und dann abdocken? Geht nicht. Scherzkeks. Ich benutze das Radial mit mir übrigens gerne, wenn es darum geht, dass ich schnellen Zugriff haben möchte. So, Scanner. Welches hätten Sie denn gern? Den Probe-Scanner hätte ich gerne. Den? Genau. Weil da hast du, wenn du jetzt in irgendeiner von diesen einen Planeten ranzoomst und näher ranguckst, kriege ich das so hier übereinander gezeigt. Genau, dann wird das hier übereinander gezeigt und man kann halt instant, weil wenn je kürzer dieses die Reaktionszeit ist, desto schneller geht halt diese Liste auf. Und ich finde halt gegebenenfalls was, wo ich hinworben möchte, was halt, wenn ich im Low oder Null unterwegs bin oder im Wurmloch, durchaus hilfreich sein kann, weil wenn ich da erst 5 Sekunden warten muss, bis da eine Liste aufgeht, bin ich halt in hoher Wahrscheinlichkeit gecatcht und tot. Ja. In der Tat. Und so braucht man einfach nur zu sagen, dahin, ups, weg. Dahin, zack, und man kann halt aussuchen, was man halt haben möchte. Unten drunter ist Emergency Warp. Also wenn ihr euch ausloggt oder Disconnect kriegt, dann warpt das Schiff ja weg. Das kann man wegmachen, das nicht passiert. Das hat aber eher was für große Flottenfights. Oder ist nur da eigentlich nützlich, weil wenn ihr eine Waffe aktiviert im Tie-Dive-Fight und ihr Client crasht aufgrund dieser Aktivierung, weil der Server halt da keine Lust mehr drauf hat und ihr wählt euch neu ein und ihr braucht dann für ran und wieder zurück warp eine halbe Stunde Echtzeit, macht halt keinen Spaß. Deswegen kann man es da ausschalten, um halt quasi vor Ort zu bleiben. Heißt natürlich, man wird gekillt, aber im Teil der Fall ist ja die Zeit nicht unbedingt das Problem. Also wenn ich mich in echt in 20 Sekunden neu eingewählt habe auf den EVE-Server drauf, ist ja im Teil da quasi nichts passiert. Also da hat der Zeiger wahrscheinlich, der Sekundenzeiger sich wahrscheinlich noch nicht mal eine Sekunde weiter bewegt für den Server. Was viele Leute getötet hat,
schon eine Weile her, 2012 glaube ich war das, war das Duell, als diese Mechanik eingeführt worden ist, konnte man dem Highsec Leuten Duelleinladungen schicken und sie quasi zu einem One-on-One einladen, war damals in Hack, sehr großer Hub, wo das gemacht worden ist. Oh, wo ganz viel. Ganz oft geguckt haben. Hat auch damit zu tun, Faction Warfare Hub war das auch lange Zeit, wo halt, also ist es immer noch, aber nicht mehr so populär. Oder ist nicht dafür bekannt auf jeden Fall. Und Leute wurden halt, haben sich dann halt gekloppt. Aufgrund von dieser neu eingeführten Mechanik war 2-3 Jahre war das der Shit. Und ist mittlerweile aber halt auch deutlich zurückgegangen, die Nutzung von dem Teil. Ist aber halt auch missbraucht worden, weil wenn ich einem Frachter eine Duelleinladung schicke und der klickt halt einfach drauf, weil es irgendeine nervige Warnung ist für ihn oder da keinen Bock drauf hat, dann hat er halt ein Duell mit irgendeinem anderen Kapselpiloten und wird halt weggeschossen. Oder wenn, was auch viel genutzt worden ist, wenn Mission Runner an Gates standen, dann kommt doch häufiger diese Mitteilung mit irgendwelcher Lore-Geschichten, Dingens oder Infos zur Mission oder. Und walkt man halt mit auf den Grid drauf und wartet halt, bis derjenige halt sein Gate aktiviert. Also bis man halt die Animation gesehen hat und schickt ihm dann quasi die Duelleinladung und er klickt halt auf Ja, weil er halt damit rechnet, dass es halt eine Info ist für ihn und halt kein Duell. Tot. Und wenn man halt diesen Haken reinsetzt in den Einstellungen, dann werden die halt automatisch geblockt und euch kann keiner mehr auf diesen Weg reinlegen. Ist bei mir bei allen Clients hinterlegt, wird automatisch abgelehnt. Ja, das ist eine sehr überlebensfördernde Einstellung auf jeden Fall. Ganz rechts, clicky-bunti Grafik-Junkies. Wer seine Menüs in bunt haben möchte, kann hier viel rumspielen. Ganz oben ist die Transparenz, die wird aber nur verwendet, wenn der Blur drunter angeschaltet ist. Darunter ist der Button, um die Schiff, also die Fenstereinstellung abhängig vom Schiff zu machen. Ist mir zu wild, mir zu fancy. Meins steht immer auf Dark Matter. Hat den höchsten Kontrast, weil schwarz-weiß ist am einfachsten zu lesen. Deswegen alles aus, Puristen-Style, Dark Matter und gut. Leute, die farbenblind sind oder eine Farbwahrnehmungsschwäche haben, heißt momentan, glaube ich, oder ist momentan der politisch korrekte Ausdruck. Ja, ist richtig. Ändert sich ja auch ab und zu mal, was da gerade politisch korrekt ist. Die können da einstellen, je nachdem, was sie halt haben. Könnt ihr mal rumspielen damit. Sieht witzig aus, ich zeige es gerade. Da gibt es verschiedene Farben, die dann halt entsprechend reagieren. Also viele Leute, die da keinen Plan haben, es geht um die Farbzäpfchen, die im Auge halt sind. Also die Farbwahrnehmung halt wird ja über die Zapfen im Auge geregelt. Und es gibt halt Leute, die haben halt einzelne Farb- oder mehrere sogar keine Farbwahrnehmung in der Hinsicht. Und um halt eine Farbe wahrzunehmen, die halt, oder wenn eine Farbe dargestellt wird, die nicht wahrnehmbar ist, dann macht halt das Hirn irgendwas anderes draus, was aber halt durchaus dann falsch oder verwirrend sein kann. Wenn halt Rot und Grün das Gleiche ist und man den Kurs setzt und alle Systeme grün sind, ist halt sehr ungesund, wenn man halt dann durchs Lausenk oder das 0-0 fliegt, wenn man es einfach nicht merkt, weil die Farben halt identisch sind fürs Gehirn. Und das kann man halt dann da ändern und kann dann halt einen Blau oder einen Gelb draus machen, was dann wieder wahrgenommen werden kann. Ja. Und ja, ich bin kein Mediziner und kein Spezialist für das Thema, aber meine laienhafte Erklärung ist diese. Nicht, dass ich hinterher wieder irgendwelche Mails bekomme mit, das hättest du da und da genauer erklären können. Nein, brauchtest du nicht. Wenn, dann bin ich ein Ansprechpartner, weil ich habe mich daran gewöhnt, bei EVE Online komme ich mit den Farben so zurecht. In World of Tanks, wo rote Panzerumrisse vor grünem Busch ist, kann ich es nicht mehr trennen. Da habe ich, in World of Tanks nutze ich den Farbenblindmodus, der allerdings nicht so schön einzustellen ist wie dieser. Also EVE geht, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man da eine Schwäche hat, dann kommt man zurecht. Aber wenn es direkt übereinander liegt, ist bäh. Ich finde auch generell schön, was EVE, also was CCP als Entwickler, was die Community alles für Menschen mit Einschränkungen machen. Also die großen Allianzen haben ja ganze Corps, die halt sich
an solche Menschengruppen richten. Mhm. Also sogar mehrere Korps, teilweise bei Kuhnzorn, glaube ich, 2 oder 3. Je nachdem, was es halt ist, also auch körperlich eingeschränkt oder sich Autisten oder sowas. Haben geistige, dann, also Körperbehinderung oder geistige Behinderung haben die mindestens ja, 2 Gruppen. Also bei geistig bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil also ein Autist fühlt sich in der Regel nicht eingeschränkt, nur weil er sozial, eine soziale Interaktion zum Beispiel... Das ist ein massiver Oberbegriff. Deswegen vorsichtig, ja, sonst kriegt man wieder politische Korrektnis um die Ohren gehauen. Ja, darunter Shortcuts, beziehungsweise rechts daneben. Tastenkürzel. Ganz allgemein, da kann man für fast alles und fast jedes eine Möglichkeit finden, mit bis zu 4 Tasten gleichzeitig zu drücken, eine Interaktion auszulösen. Gibt es viele Felder, viele Möglichkeiten, werde ich nicht angehen, weil das dauert ewig. Ja, ja. Und wer sich da Sachen einstellen möchte und ein bisschen automatisieren möchte für sein Spiel, wird sich eh selber damit auseinandersetzen müssen, weil es dann einfach so viele Sachen und so viele Möglichkeiten gibt, Tasten zu belegen, dass es keinen Sinn macht, da irgendwelche ich sag mal, größeren Erklärungen für abzugeben. Dauert ewig. Problem A1 ist, wenn ein Update kommt, also ein größeres, kann es sein, dass das alles rausfliegt, weil das der Client es überschrieben hat. Mhm. Aber in letzter Zeit nicht mehr. Weil ich habe bei mir nur die Drohnen angepasst, weil die mit der Maus zu steuern ist wirklich affig. F für Drohnen angreifen, R für Drohnen zurück. Müsst aber aufpassen, diese Tastaturkürzel sind mit Tasten belegt, die ihr vorher dann ändern müsst. Aber das ist wunderbar. Und also wenn halt so ein Update kommt und so ein, ich sag mal, Schluck aufgeneriert wird, dann müsst ihr halt alles neu einstellen. Was halt auch doof ist, man kann die Sachen nicht exportieren, speichern, importieren. Was halt auch heißt, man muss jeden Client sich einzeln anpassen. Mhm. Und das ist eine Sauarbeit. Also wer da Spaß dran hat an Automatisierung und Spielerei oder Funktionstasten auf der Tastatur hat, kann sich da mal ein bisschen reinfuchsen. Kann man sich viel Arbeit sparen, aber auch sehr viel Arbeit mitmachen. Ja, Fetzen, grüß dich. Schön, dass du da bist. Rechts daneben, Reset Settings, eine unterschätzte Einstellungsmöglichkeit. Schwer unterschätzt. Es entstehen teilweise Zirkelfehler aufgrund von diesen Einstellungen. Deswegen mal hervorgehoben, da kann man sehr viel falsch machen und sehr viele Fehler drin finden. Als Beispiel, wenn ihr in der Mission drin seid und habt quasi eigentlich in der Flotte und fliegt mit sich 5 Leuten abends zusammen und ihr merkt halt ab einem gewissen Punkt, alle sind gleichzeitig pinkeln. Und ihr habt die Mission allein geflogen, dann könnt ihr da resetten und könnt euch dann die Belohnung selbst anstreichen und sagen, so, ihr Faulensäge kriegt nichts. Den Fehler, den ich gemeint habe, ist, man kann bei Verträgen, wird man, glaube ich, 2 oder 3 Mal gefragt, ob man den Vertrag automatisiert haben möchte, dass gewisse Teile übersprungen werden. Es gibt 2 Einstellungen, die, wenn sie gleichzeitig mit Ja beantwortet werden, dazu führen, dass wenn ihr einen Vertrag aufmachen wollt, um einen neuen Vertrag zu erstellen, das Menü einfach wieder zugeht, weil dann so viel geskippt wird, dass das Ding sich einfach ausschaltet und für Eve habt ihr dann gesagt, ich möchte keine Verträge mehr jemals wieder erstellen können. Ja. Und dann war es das mit Verträge erstellen. Das heißt, ihr müsst dann die Einstellung halt mal durch, also hier in diesem Reset-Menü halt gucken und alles, was irgendwie einen Vertrag hat, dann den Reset-Knopf drücken, damit das wieder freigegeben wird. Und dann nochmal das ganze Thema von vorne angehen. Da haben wir so oft schon Spaß mit gehabt und bis man das erstmal rausgekriegt hat, was das ist. Selbst die Supporter, die da sitzen und eure Tickets bearbeiten, haben mit am Anfang nicht gepeilt. Inzwischen haben sie es, glaube ich. Die haben ja auch so ein Handbuch, wo halt dann, ich sag mal, Standardfehler drin sind und das ist halt auch relativ häufig. Es gibt noch ein paar andere Sachen, wo man da drin wiederfinden kann und wo halt da Fehler generiert werden. Deswegen könnt ihr da mal durchschauen, wenn ihr zu einem gewissen Thema. Natürlich, wenn ihr, also dieses externe Link, was da relativ in der Mitte ist, wenn ihr da Nein sagt und das speichert, dann könnt ihr keine Links mehr aufmachen auf externe Seiten.
wenn die in-game irgendwie verlinkt sind im Channels oder euch, also entweder im OTD oder halt Leuten euch die schicken, könnt ihr keine externen Links mehr aufmachen. Das ist auch ein bisschen blöd. Also da kann man mal nachschauen und Fehler suchen. In der Mitte sind ein paar Buttons, die mit Vorsicht zu genießen sind. Alle Einstellungen löschen. Die oberen zwei machen sehr viel kaputt. Vor allem die oberste ist sehr eklig, wenn ihr eure Fenster eingerichtet habt, vor allem bei mehreren Clients und die alle auf die gleichen Positionen geschoben habt und dann Reset drückt, ist alles für die Katz. Könnt ihr alles mal von vorne machen. Wenn ihr EVE-Fehler habt, wenn sich Sachen nicht richtig laden, dann kann man mit Clear Settings und Clear Cache Files diese Fehler in den allermeisten Fällen lösen. Was ein sehr verwirrender Bug sein kann, ist der Mail-Cache. Wenn ihr mit mehreren aktiven Chars unterwegs seid, also wenn es nicht nur Zyno-Chars sind, sondern wenn ihr halt tatsächlich mit zwei oder drei Chars auf dem gleichen Account mit anderen Spielern interagiert oder Agentenmeldungen von mehreren auf mehreren Chars bekommt, kann es sein, dass wenn ihr euch mit Char A einloggt und dann ein bisschen was macht und dann auf Char B wechselt, ihr trotzdem noch die Mails von Char A angezeigt bekommt. Was sehr irritierend ist, weil du bekommst bei Char B neue Mails angezeigt und hast dann die von Char A. Unpraktisch. Da kann man diese löschen, sofort ausloggen und die Mails, also Mail-Postfach idealerweise zumachen, weil wenn ihr das Mail-Postfach von Char A dann aufhabt und ihr cleart das und geht nicht sofort raus und es ist offen, lädt der Server euch das nach, wenn der Client lädt vom Server nach und ihr habt wieder das von A, wenn ihr dann auf B rübergeht, ist immer noch das von A da. Ja, ja. Bezieht sich nicht nur auf die EVE-Mails, sondern auch auf Notifications, also auch Informationen über irgendwelche Kriege, über Struktur, Treibstoff, Agenteninfos, also alles, was halt irgendwie ist, ist ein Thema, wird alles gleichzeitig geladen, kann man da fixen. Und wer seine Neocom-Buttons verschlammt oder zu viele oder zu wenige hat, kann die im letzten Punkt auch noch resetten und auf den Standard zurückbringen. Habe ich noch nie genutzt in meiner Spielzeit, aber die drei Buttons oben drüber sind in vielen Fällen Gold wert und sparen einen Haufen Nerven, sie einfach mal zu drücken. Wenn die beiden obersten viel Arbeit machen können. Genau, also da ist es die goldene Mitte sozusagen. Ja. Ich hätte die auch anders sortiert, weil also ich hätte die Reset hätte ich oben hingemacht und die drei Clear unten drunter, aber Schönheitsdingens wie immer. Dann eins weiter, ein sehr kurzer Punkt, beziehungsweise zwei kurze Punkte habe ich in einem abgehandelt. Nee, oben drüber. Launcher and About EVE. Was denn? Genau, hier, diese zwei ohne Bild. Bei Language kann man die Spracheinstellungen anpassen. Was für mich als, man kann EVE nur auf Deutsch, nur auf Englisch spielen, natürlich immer wieder für Diskussionen sorgt. In der Mitte in diesem Teil ist interessant, man kann auch das englische Voice-Over sich reinpacken, wenn man im deutschen Client spielt. Also vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ich kann dir mal zeigen, wie es bei mir aussieht. Also bei mir ist Deutsch eingestellt und wichtige Namen anzeigen in englischer Sprache, Kurzinfo auf Deutsch anzeigen und wichtige Namen hervorheben. Das ist bei mir so gemacht. Denn mit Sicherheit ganz anders. Bei ihm steht Englisch und dann ist es im Grunde nicht mehr mein Menüpunkt. Mhm. Ich war gar nicht wusste, dass man diesen Menüpunkt mittlerweile hat, weil ich habe es halt immer auf Englisch und fertig. Ja. Nebendran About EVE stehen die Klarnamen von den Entwicklern. Also da kann man sich dann von allem und jedem raussuchen, wer schuld ist. Also wenn irgendein Soundfile oder irgendwelche Art falsch ist, dann könnt ihr euch bei denen, dass sie sich bei den 3D-Artists beschweren, wenn irgendwelche Schiffsmodelle Grütze sind. Und seht dann die echten Namen. Aber das hat halt, ich sag mal, fürs Spiel keine wirkliche Bedeutung. Das ist einfach nur nice to have und so ein bisschen was von Credits, wie halt im normalen Spielen im Abspann kommen. Finde ich aber in Ordnung. Könnt euch also, wenn ihr mit EVE durchgespielt habt, das als Abspann anschauen. EVE durchspielen. Alles klar, Ben.
Der nächste Punkt, der nicht mehr in-game ist, ist die Launcher-Einstellung. Ja. Ich hatte es ja kurz, also gerade eben mit diesen Ladefehlern und so, was die Mails und was der Geier was betrifft. Meine Empfehlung ist, wenn ihr auf das, also im Launcher oben aufs Zahnrad geht und dann unter Tool Cache auf Shared Cache, einfach mal Permissions fixen, wenn die irgendwelche Lese- und Schreibfehler sind, dann könnt ihr darauf, also die Schreibberechtigung quasi für das Cache-Folder fixen. Bei mir liegt es auch auf einem anderen Laufwerk, wie er sicher festgestellt hat. Es liegt nicht auf C, sondern auf E wie Eve. Mit extra Festplatte für. Und also es kann da auch verschoben werden und neu geladen werden von dort aus auch. Und unten drunter ist der Verify-Button. Das mache ich jedes Mal, wenn ein Patch gekommen ist, ein größeres. Oder wenn ich irgendwelche komischen Dinge erlebe, dass ich irgendwas klicke und es passiert nichts, mache ich einen kleinen zu, klicke da auf Verify und er checkt halt, ob alles, was da in diesem, was halt runtergeladen worden ist, noch zu dem passt, wie es halt sein soll. Einerseits, ob Dateien fehlen, ob Dateien kaputt sind, irgendwie beschädigt sind oder ob ich eventuell zu viele Daten habe, weil wenn ich zwei verschiedene gleiche Dateien liegen habe, was auch passieren kann, dann lädt er mal Datei A und mal Datei B. Und das kann halt sehr kuriose Ergebnisse führen, wenn man halt im laufenden Spiel ist und da ständig zwischen den zwei Dateien halt switcht und die eigentlich das Gleiche machen sollen, aber halt anders sind, weil sie auf verschiedenen Patch-Versionen sind. Oh, das war's. Wieder zu schnell geredet. Nö. Ich fand, das war sehr verständlich. Und wenn jetzt noch Fragen wären, könntet ihr die jetzt loslassen zu diesem Thema. Ich begrüße dann derweil Jungs zumindest zwischendurch reingekommen. Grüß dich. Fetzen ist zwischendurch reingekommen. Zitrone, hatten wir dich schon. Marshall ist dazu gekommen. Grüß dich, O7 auch dir. Und Cool K ist auch da. Hallo.